Einen wunderschönen guten Abend aus München. Danke an den Christian Weiß hier für die Anmoderation und die Möglichkeit, den Wochenausblick hier wieder gemeinsam zu gestalten. Ich freue mich, dass alle Teilnehmer da sind. Hoffe, diejenigen, die auf der WOT waren, dass sie auch gut nach Hause gekommen sind. Wieder war ja dann in Süddeutschland zumindest auch so ein bisschen Schneefall auf den Straßen am Samstagabend. Von daher freue ich mich, dass ihr alle gesund und munter hier wieder in die neue Woche starten könnt. Ja, wer so über die WOT mal gelaufen ist, der merkt, dass einige neue. Also mal Frage an die Teilnehmer. Ja. Ich kann nichts hören. Okay, Christian, das war, glaube ich, ein Problem bei dir, kann das sein? Ja, Tristan Buda schreibt auch, der hört auch nichts, aber ich glaube, die Teilnehmer hören alle was. Dann Okay, dann hoffe ich mal, dass das jetzt wieder läuft, ich weil höre ich dich kann dich auch. auch hören. Alles klar, super. Ja, von daher schauen wir auf die nächsten Handelstage, die ja jetzt hier anstehen. Die neue Woche hat quasi schon begonnen. Und dementsprechend möchte ich auch an dieser Stelle zunächst mal einen kurzen Blick auf unsere Position werfen, die wir hier im allerersten Webinar, das wir gemeinsam machen, hier eröffnet haben. Das war im britischen Pfund gegen den US-Dollar. Wer das zufällig mitgetradet hat von der ersten Stunde an, der wird natürlich hier eventuell auch sich über einen schönen Buchgewinn bereits freuen. Wir hatten letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, den Stop-Loss dann schon mal nachgezogen, nämlich hier an den Einstand ran und sind jetzt wieder auf dem Weg hier gen Süden und hoffen natürlich, dass dieser Trade auch weiterhin in die richtige Richtung, nämlich in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends laufen kann. Ich würde an dieser Stelle jetzt auch für die Position einen Take-Profit platzieren, nämlich hier unten an diesem alten Unterstützungstief, diesem Verlaufstief. Da würde ich jetzt sehr, sehr gerne unseren Take-Profit reinlegen, weil wenn die Position so weit läuft, dann haben wir auch einen ordentlichen Gewinn, haben ein ordentliches CRV von ungefähr 4 zu 1 realisiert und dann sollte eventuell auch wieder etwas Kaufdruckerholung in den Markt reinkommen. Von daher wollen wir diese Order, diesen Take-Profit an das Close dieser Kerze legen, beziehungsweise in diesen Unterstützungsbereich mitten rein. Man sollte es nicht unbedingt ganz am unteren Ende machen. Bei 1,4643 werde ich jetzt einen Take-Profit platzieren. Und dementsprechend, wenn man hier den Mauszeiger dann im MT4 drauf hält, sieht man, das wären um die 660 Euro. Wenn man bedenkt, die Position hat jetzt kein Risiko mehr. Wir haben selten Gaps. Forex-Märkten, wenn dann überhaupt am Wochenende. Dementsprechend ist das ein ganz guter Trade und ich hoffe, dass den einige dann auch mitmachen können. Ja, Wirtschaftstermine für die kommenden Tage sind relativ rar gesät. Wir haben verkürzte Handelswoche. Die Amerikaner haben am Donnerstag einen Feiertag. Freitag verkürzten Handel. Einzige, was diese Woche interessant wird, sind im Grunde genommen morgen die IFO-Geschäftsklimaindex und die zwei BIP-Daten. Das heißt einmal Bruttoinlandsprodukt Deutschland, einmal USA vorbörslich. Der Rest der Woche wird fundamental eher ruhig laufen, sollte nicht irgendwo größerer Anschlag oder ähnliches passieren. Aber wir haben ja gesehen, meistens interessiert das die Börse soweit erstmal gar nicht. Wir haben es in den letzten Jahrzehnten immer so gehabt, wenn was Größeres passiert ist, hat es die Börse im Grunde genommen eher als Grund gesehen, hochzulaufen, warum auch immer. Manche sagen, es ist dann einfach wieder so ein bisschen, ja, Kaufstimmung, weil einfach dann dieser Überraschungseffekt weg ist. Muss man werten, wie man will. Man weiß auf jeden Fall, dass es keine negativen Einflüsse auf die Börse hat. Von daher sollten wir eine Woche haben, in der die Charttechnik durchaus hier zum Zuge kommen kann. Und dementsprechend können wir weiterhin auf die nächsten Trading-Ideen schauen. Dann möchte ich dazu zunächst mal wie immer auf den DAX eingehen. Wer Fragen hat, stellt sie einfach in den Chat ein. Wer Anmerkungen hat, Trading-Ideen hat, kann diese natürlich auch gerne hier in den Chat einstellen. Ich werde es gerne alles besprechen. Übrigens, wenn ich dann fertig bin, in ungefähr 20 Minuten, wird der Tristan Budach übernehmen und hier die DAX 30-Werte wieder anhand der Markttechnik besprechen. Wer da also Interesse hat im DAX Aktien tradet, der kann sich da auch schon mal überlegen, ob ihr vielleicht eine Wunschanalyse habt. Auf den DAX geblickt, im Kursindex langfristiges Chartbild, Kursindex ohne Dividenden und Gewinnausschüttungen, dementsprechend hier ein anderer Punktestand als der gewohnte DAX, aber ein deutlich klareres Chartbild und wir sehen, dass wir im langfristigen Chartbild jetzt zum letzten Wochenschlusskurs, letzten Freitag, das 50% Fibonacci-Retracement dieser
Abverkaufswelle hier überwunden haben, damit ein Kaufsignal generieren und direktes Gewinnpotenzial haben bis zum 61,8 der Fibo hier oben bei 5,705. Das heißt, der langfristige Chart ist weiterhin sehr bullisch. Wir sind in einem langfristigen Aufwärtstrend, haben die Korrektur abgeschlossen und laufen hier in die Jahresendrally rein. Schauen wir auch nochmal ganz kurz auf die Seasonals. Wie läuft der DAX in der Regel? Da sehen wir gehen jetzt langsam in Dezember rein. Das letzte Drittel im November ist schon immer recht stark und der Dezember bis in die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester hinein auch. Das heißt, hier wirklich die Ampel jetzt deutlich auf grün und der DAX ist hier bullisch einzuschätzen. Gehen wir runter in den Tageschart, etwas tiefer also und schon in Richtung der Möglichkeit, hier eine Order zu platzieren. Und wir sehen, dass auch der Tageschart infolge eines doppelten Tiefs hier an einem Fibonacci-Trace mit über die gleitenden Durchschnitte angestiegen ist, einen Aufwärtstrend jetzt etablieren konnte, indem wir auch den letzten Punkt 2 aus der Markttechnik hier überwunden haben, damit bestätigt haben und dementsprechend hier weiterhin mit Kursgewinnen in Richtung des Volumenwiderstands ab 11.400 Punkten zu rechnen ist. Das heißt, der DAX-Wochenausblick ist auch bullisch. Es ist es aber so, wenn man etwas näher in den Chart reinschaut, sehen wir, dass wir hier im Ausbruch eine Kurslücke ausgebildet haben, also einen Gap. Und dementsprechend ist es so, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir den schließen. Das heißt, wir könnten also hier eventuell einen Schluss der Kurslücke nutzen, um in einen DAX-Trade reinzukommen. Dementsprechend wäre es hier sinnvoll, auf den Stundenchart dann runterzugehen, um sich dieses Gap mal genauer anzuschauen. Was sollte im DAX nicht mehr passieren? Er sollte nicht mehr unter den neuen markttechnischen Punkt 3 zurückfallen und er sollte nicht mehr unter die EMAs 100, 200, 50 zurückfallen. Das heißt, hier eignet sich ein Stop-Loss am Tief von 10.600 Punkten. Für den Einstieg gehen wir noch eine Zeiteinheit tiefer. Das heißt, wir schauen mal den Stundenchart rein, wie gerade schon gesagt, und wir sehen, dass wir hier einen Widerstand ausgebildet haben, jetzt den zweiten Tag hier in Folge, nämlich bei 11.145 Punkten kommt der DAX im Stundenschluss nicht drüber. Bedeutet für uns, dass wir zunächst mal entweder Szenario A einen Stundenschluss über 11.145 brauchen und Szenario B hier unten aus dieser zweitägigen Range ausbrechen und die Kurslücke schließen. Beides kann man nutzen. Zum Nachteil der Berufstätigen ist aber Variante A, weil man ja tagsüber dann eben auf diesen Stundenschluss gucken muss. Wir können auch mal so ein bisschen schon mal auf den S&P 500 schielen, der ja jetzt noch handelt. Gucken mal, wie die heutige Tageskerze ausfällt. Die ist bisher leicht bullisch, aber nicht so bullisch, dass wir den direkten Ausbruch morgen früh bekommen werden. Von daher würde ich hier für allejenigen, die berufstätig sind, das Szenario B favorisieren und könnte mir vorstellen, hier eine Kauforder für den DAX in den Markt zu legen und dementsprechend hier dann einzusteigen in einen möglichen Trendfortsetzungsarm. Auch im Stundenchart sieht das Ganze ganz gut aus. Wir haben diese dreiwellige ABC-Korrektur hier, die kurze bullische Flagge nach oben hin aufgelöst, nachhaltig, sind ausgebrochen und haben auch hier jetzt die Möglichkeit, wieder in die Richtung der übergeordneten Trends zuzulegen. Ja, ganz kurze Frage von Peter. Ich lese mal vor, sind bisherige kurzfristige markttechnische Analysen durch so große Gaps wie vorletzten Montag im DAX neu zu bewerten? Das muss ich mal ganz kurz gucken. Vorletzten Montag, das war jetzt der 9. dann, der 9., 11. Wo sind wir hier? Sehe ich gar keine Kurslücke, Peter. Vorletzten Montag, das ist der letzte Montag und das ist der vorletzte, 9.11. Da sehe ich jetzt keine Kurslücke im Chartbild. Eventuell meint Peter aber diese hier. Es ist so, wenn ein Trend aktiv ist, ist es so, wenn die Kurslücke in Richtung des übergeordneten Trends stattfindet, dann dürfen wir das als bullisches Signal und starke Trendfortsetzung werten. Das bedeutet, das bestärkt den Trend. Wenn eine Kurslücke entgegen dem übergeordneten Trend passiert, dann müssen wir aufpassen. Das heißt, solange Kurslücken wie hier, hier oder hier nach oben auftreten, zeigt uns das, dass der Trend nach oben hin
Kraft hat, dynamisch ist. Sobald Kurslücken nach unten hin auftreten, müssen wir aufpassen. Das heißt, neu bewerten müssen wir den Chart nicht. Wir können aber eine auftretende Kurslücke nutzen, um hier in das Geschehen überhaupt erst reinzukommen. Ich würde also jetzt im DAX, wie gesagt, eigentlich eine Long Order platzieren, bei 10,69 mit einem Stop-Loss hier unterhalb der 10.600 Punkte Marke. Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf, weil ich die Orders dann alle auf einmal platzieren möchte. Und wir nämlich gleich weitergehen in der Analyse. S&P 500 habe ich gerade schon mal kurz angedeutet, schauen wir uns auch mal an. Chartbild ist sehr interessant für diejenigen, die Fibonacci-Zahlen nutzen. Die wichtigen Fibonacci-Zahlen sind ja 38,52 und 61,8% im Retracement-Bereich. Wir sehen wunderbar, dass der S&P 500 nach einer Progression in die Regression übergegangen ist und punktgenau hier im Kassa-Index am 38er Fibo drehen konnte. Wir haben eine bullische Kerze gesehen an dieser Stelle, sind zurückgeschnellt über die Trendfilter-EMAs. Dementsprechend ist das jetzt hier als eine abgeschlossene und zufriedenstellende Korrektur zu werten. Das heißt, der S&P 500, genauso wie der DAX, kaufenswert. Ich würde aber hier an dieser Stelle nicht unbedingt einen stärker bewerten, weil wenn man hier sieht, wie stark der S&P gestiegen ist, sieht man aber auch, wie stark er in nur wenigen Tagen gefallen ist. Das heißt, ich würde nicht unbedingt die relative Stärke des S&P überbewerten. Man kann durchaus auch im DAX das Ganze traden. So, schauen wir weiter auf die nächsten interessanten Trading-Ideen. Gold im Wochenchart weiterhin in einer interessanten Situation. Langfristig ist das ein Abwärtstrend. Ziel 1.000-Dollar-Marke. Warum? Die Asset-Klasse Rohstoffe ist schwach. Geld fließt in die Aktien rein, aus den Rohstoffen raus. Und Gold ist an einem markttechnischen Trendverlauf. Die 1.000-Dollar-Marke ist sowohl psychologisch interessant natürlich, als auch charttechnisch als klassische horizontale Supportzone. Wir haben hier zwei sehr markante Verlaufshochs und als wir die dann überwunden hatten, ist die Rallye so richtig gestartet. Das heißt, das ist eine sogenannte Make-or-Break-Marke, eine wichtige Marke, die der Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit auch anlaufen wird. Gold ist saisonal schwach im Dezember, von daher dürfen wir auch aus Saisonalitätensicht mit einem schwachen Goldpreis rechnen. Die Frage ist nur, wie kommt man in so einen Trade jetzt rein? Tagesstart haben wir eine sehr dankbare Situation, nämlich wir haben nach diesem Progressionsschub nach unten hin hier bei 1.081,9 Dollar eine saubere horizontale Widerstandszone ausgebildet. Und macht bitte nicht den Fehler, horizontale Widerstände an den Kerzendochten zu bemessen, sondern horizontale Widerstände und Unterstützung werden immer, zumindest im professionellen Bereich, anhand der Kerzenkörper bemessen. Warum? Weil die Schlusskurse hier mehr Relevanz haben als das, was intraday durch wenig Volumen und möglicherweise nachrichtenbedingt hier gehandelt wurde. Das heißt, in der Regel ist es so, dass bei Aktien die Eröffnungs- und Schlusskurse durch Auktionen gestellt werden, denen viel umgesetzt wird, die nicht manipuliert werden können. Goldpreis ist es jetzt ein bisschen anders, weil das ein Spotmarkt ist. Hier wird jetzt also einfach ein Handelstag beendet, aber wir dürfen immer noch davon ausgehen, dass die Kerzenkörper hier relevanter sind als die Dochte und Lunden, die aus Übertreibungen kommen können. Hier ist die Situation jetzt so. Peter fragt, ist das bei Fibonacci auch so? Nein, Peter, wie du siehst, Fibonacci legen wir genau an den Hochs und Tiefs an, weil das finanzmathematische Zahlen in der Relation zu einer Bewegung sind. Das heißt, hier macht der Umsatz, der gebildet wurde, zunächst mal nicht so viel Relevanz wie eben an der Hand der Candlesticks. Wir haben hier jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Bären nutzen ihren Vorteil in übergeordneten Trendrichtung und brechen gleich jetzt nach unten aus, wenn der Widerstand hier nicht mehr genommen wird. Das wäre durchaus eine denkbare Variante. Was spricht dagegen? Einfach, dass die Bewegung leider schon relativ weit gelaufen ist, dass eigentlich eine Korrektur einzuplanen wäre. Variante B geht irgendwann genauso gen Süden, weil wir einfach einen sehr, sehr starken Abwärtstrend haben, aber geht eben zunächst von einer Erholung aus. Wir könnten eine Erholung nutzen mit einer Short Order in die Fibonacci Retracements rein. Problem ist hier, das wird das ein oder andere Depot sprengen, weil einfach dann der Weg vom Einstand bis zum Stop-Loss ein sehr, sehr großes Risiko generiert und wir die meisten Konten werden dieses Risiko wahrscheinlich nicht realisieren können. Von daher
Meine Trading-Idee jetzt für die kommende Woche ist im Grunde genommen, den direkten Ausbruch nach unten zu traden, mit dem Wissen, und das ist an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, mit dem Wissen, dass das kein Premium-Trade ist, dass also hier die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ding, dass uns das Ding um die Ohren fliegt, relativ hoch ist. Das heißt, die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser blauen Linie ist nicht so hoch wie bei sonstigen Trades, die wir machen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir rausfliegen. Ich würde dem Rechnung tragen, indem man einfach die Positionsgröße etwas verringert. Gehen wir in den Stundenchart im Gold rein und schauen uns die Situation an. Auch im Stundenchart sind wir wieder vom EMA 200 abgeprallt, haben den Aufwärtstrend, den temporären, die Korrektur gebrochen und sind also bereit, hier weiterhin zu fallen. Und das ist einfach für mich ein Grund, im Gold Short zu gehen. Zum Marktpreis, auch mit dem Wissen, dass ich eventuell hier einmal auf die Mütze kriege. Ich habe das persönlich einfach so gemacht. Ich habe zwei Positionen vorhin zum Marktpreis hier geschortet, habe den Stop-Loss über das letzte Verlaufshoch, über den EMA am Stundenchart rübergelegt, aber mit relativ kleinen Lot-Sizes. Von daher muss man da einfach wissen, dass es halt teilweise nicht der beste Trade wird. Aber ich möchte es euch nicht vorenthalten, weil wenn es dann doch klappt, hat man auch ein sehr, sehr gutes CRV generiert. Mal nochmal auf CRV drauf, ist ja dann so, ihr geht jetzt hier rein beispielsweise, habt den Stop-Loss über dem letzten Hoch im H1-Chart, das rote Kästchen wäre dann hier das Risiko und nach unten hin ist tatsächlich das Ziel die 1000-Dollar-Marke, weil wenn Gold jetzt hier unten in diese Zone reinläuft, unter die letzten Tiefs, dürfen wir auch ein bisschen von Panik ausgehen im Markt, da werden viele Leute, die schon lange auf eine Erholung hoffen, hier tatsächlich vielleicht das Handtuch werfen und dementsprechend Gold verkaufen. So viel zum Goldpreis. Wenn Fragen sind, stellt sie ein. Schauen wir kurz auf den Nasdaq 100, falls das den einen oder anderen interessiert. Wir haben einen sehr, sehr starken US-Index. Wir sind hier zurückgekehrt in diesen Aufwärtstrendkanal. Wunderbar. Kursziel lässt sich relativ leicht durch eine sogenannte Spannenprojektion ermitteln. Nämlich einfach die Spanne der Korrektur einmal nach oben um 200% projiziert und ein Kursziel ergibt sich bei 4,988, sollte der Ausbruch hier kommen. Auch möglich hier einzusteigen. Risiko ist aber ungefähr der Chance gleich. Das heißt, man muss hier nicht unbedingt das traden, aber für den einen oder anderen, der drin ist, den interessiert es vielleicht. Okay, dann schaue ich mal kurz auf Rohöl, den Bund Future und dann gehen wir in die Währungen rein. Rohöl hatten wir ja eine wunderbare Analyse zusammen gemacht, nämlich unser Ziel war ein Rücksetzer an dieses bisherige Verlaufstief bei 44,85 ran. Das ist jetzt hier die Nordseesorte Brent. Ist jetzt auch alles so wunderbar gelaufen und wer den Trade wiederholen möchte, beziehungsweise wer hier sagt, naja, wenn jetzt hier eine Erholung kommt, baue ich vielleicht meine Position ein bisschen weiter auf. Dann kann man das wieder ganz genauso machen, nämlich wieder anhand der Fibonacci-Zahlen einfach hier die Retracements reinziehen über das jüngste Fraktal und dann hier eine Staffel-Short-Position aufbauen. Stop-Loss über die 52 US-Dollar-Marke, das letzte marktliche Verlaufs. So viel zum Rohöl. Weiterhin also Short, der Bund Future, der war letzte Woche bei euch, beziehungsweise vor 2 Wochen in den Fragen drin, von daher möchte ich ihn auch nochmal ansprechen. Langfristig ist das Segment der Anleihen bullish, wenn auch die US-Anleihen etwas schwächeln. Bund Future sieht gut aus. Wir sind in einem schönen Modus, nämlich wir sind über den gleitenden Durchschnitten, wir sind in einem Aufwärtstrend und wir scheinen hier ein sogenanntes V-Reversal auszubilden. Das heißt, wir scheinen die letzte Korrektur hier so gut wie möglich nach oben hin zunichte zu machen. Jetzt kann man natürlich wieder eins machen, nämlich die Fibonacci-Zahlen zum Einstieg nutzen. Wer also noch nicht drin ist im Bund Future, der kann jetzt also vom letzten Hoch über das letzte Tief wieder das Fibo drüberlegen und wir sehen sehr, sehr schön, dass eben beispielsweise das 61,8er am sogenannten Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil, dem Point of Control liegt. Also ein Kaufcluster, der eventuell hier in die richtige Richtung führen könnte, nämlich eine übergeordnete Bewegung in Richtung des Long Trends. Bund Future damit also auch weiterhin aus unserer Sicht ein Kaufkandidat und dementsprechend können wir an dieser Stelle jetzt in die Währungen reingehen. Ich beginne mal mit dem Australdollar gegen den US-Dollar. Situation ist hier im langfristigen Chart short.
Das heißt, wir sind unter den gleitenden Durchschnitten und werden das auch noch lange bleiben. Tageschart hatten wir es letzte Woche schon mal angesprochen. Wir könnten hier eventuell einen Trade zum Marktpreis realisieren. Wir sind hier wieder in der Widerstandszone drin in der Alten. Die ist so ein bisschen aufgelöst, weil wir einfach schon mal drüber gelaufen sind. Von daher aber hier ein sehr, sehr sinniger Stop-Loss. Schauen wir uns das nochmal an. Wir hatten einen Abwärtstrendkanal, sind in einem Dreiweller wieder, also ABC-Korrektur, ausgebrochen und sind jetzt aber eigentlich wieder so ein bisschen in Richtung des übergeordneten Trends unterwegs. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir lösen den übergeordneten Trend auf und gehen erstmal in die Korrektur langfristig rein. Das ist an sich durchaus eine denkbare Möglichkeit, weil ansonsten, wenn der Abwärtstrend stark wäre, wären wir ja gar nicht hier ausgebrochen. Möglichkeit B wäre aber, dass wir eben den Abwärtstrend fortsetzen. Und jetzt sage ich euch eine interessante Variante. Auch hier ist es nicht so, dass ich der Meinung bin, dass der Kurs unbedingt fallen muss. Aber wir sehen, dass die Triggermarke für eine größere Bewegung nach oben natürlich der Clusterwiderstand ist, also das Fibonacci-Retracement und dieser horizontale Widerstand in Form des Verlaufshochs. Das heißt, wenn ich jetzt hier Short zum Marktpreis einsteige, kann ich meine Stop-Loss einfach hier drüber legen, habe damit ein sehr, sehr geringes Risiko wiederum und kann dann aber wieder ein Vielfaches nach unten durchtraden. Ich trade in die übergeordnete Richtung aus dem Wochenchart und auch in die Richtung, in der der EMA 200 zeigt. Das heißt, ich habe ein relativ geringes Risiko, günstiges CRV, wenn wir bedenken, dass wir hier wieder in die übergeordnete Richtung laufen. Und dementsprechend könnte ich mir diesen Trade jetzt sehr, sehr gut vorstellen. Wie kann ich hier einen Take-Profit bestimmen? Ganz einfach. Drehen das FIBO-Tool einmal um, vom Hoch zum Tief gemessen, nehmen alle Retracements raus und projizieren auch hier die Spanne um das 200%-fache. Und dann habe ich hier unten einen Take-Profit. Und wenn ich jetzt zum Marktpreis einsteige, muss ich das mal ganz kurz grün machen, sehen wir gleich, dass dieser Take-Profit ungefähr CRV von 1 zu 4 generiert. Und das ist, denke ich, eine saubere, runde Sache. Also auch diesen Trade schreibe ich mir ganz kurz auf, dass wir ihn dann noch gemeinsam platzieren können. Austral-Dollar gegen US-Dollar, Einstieg zum Marktpreis. Stop-Loss soll liegen bei am Hoch hier bei 0,74. Gehen wir auf die Runde. Und der Take-Profit liegt bei 0,644. Also auch eine ganz, ganz gute Möglichkeit hier, einen schönen Trade, der langfristig, also mittelfristig hier bis langfristig ins nächste Jahr mitgenommen werden soll, aber durchaus Sinn machen kann. Euro, japanischer Yen. Schauen wir auf den Langfristchart W1. Wir sind jetzt letzte Woche hier, ich zoome uns mal ein bisschen ran, unter den EMA 200 gefallen. Das heißt, langfristig gesehen ein Verkaufssignal. D1. Auch hier Premium-Situation. Wir sind in der Situation, dass wir aus einer Schiebephase in die übergeordnete Trendrichtung nach unten wegbrechen. Das heißt, der Euro-japanische Yen könnte hier als Short-Kandidat dienen. Und wir sehen auch, wenn man hier mal immer die Hochs miteinander verbindet, dass die Steigung bzw. die Neigung nach unten zunimmt. Das heißt, wir gehen hier in eine Dynamisierung rein. Das heißt, es könnte passieren, dass sich der Trend hier beschleunigt. Klassischer Widerstandsbereich würde ich hier bei ungefähr 133 sehen, wenn man uns wieder die Kerzenkörper anschaut. Dementsprechend die Möglichkeit, jetzt auch hier wieder über die letzte Bewegung ein Fibonacci-Retracement drüber zu legen. Problem ist halt, wenn der morgen wieder weiter fällt, muss ich halt meine Orders hier wieder angleichen. Hier die Orders reinlegen, nach unten durchtraden und den Stop-Loss bei 136,96. Also auch der Euro gegen japanische Yen. Müssen wir ganz kurz gucken, ob ich hier schon einen laufen habe. Nein, alles klar. Okay, Euro-US-Dollar, schauen wir weiter, dass der Tristan auch noch ein bisschen Zeit hat. Situation ist premiummäßig. Wir sind im Wochenchart abwärts gerichtet. Wir sind im Tageschart hier genauso, wie wir es haben wollten,
nach unten durchgebrochen. Was man hier nicht unbedingt machen muss, ist traden, weil einfach der nächste Unterstützungsbereich wieder relativ nah ist. Was man aber machen kann, ist, wenn er denn hier erholt, wenn er sich korrigiert an die 1,0825, das alte Ausbruchsniveau, dann kann man durchaus hier weiter nach unten traden. Das wäre also ein Widerstandsniveau, der einlädt zum Shorten. Problem ist hier, warum ich keine Order platzieren würde, ist erstmal der Stop-Loss, der zu weit weg liegt, einfach in diesem Pärchen. Und man sollte hier keine Klumpenrisiken bilden. Das heißt, wenn man Euro-Yen handelt, muss man nicht unbedingt Euro-Dollar handeln oder Euro-Pfund. Das heißt, man muss hier so ein bisschen schauen, dass man eben sich den Euro nicht so oft ins Depot lädt. Britisch-Pfund gegen US-Dollar, auch eine Position, die wir ja zusammen hier zeitlang gehandelt haben. Das ist jetzt noch ein Teil davon, der läuft immer noch hier oben eingestiegen. Wunderbar, geht der Stop-Loss jetzt auf den Einstand. Das Hoch liegt hier bei 1,5335 und der Einstand liegt bei 1,5343. Mal ganz kurz gucken. 5335. So, Stop-Loss ist dann schon leicht im Gewinn. Position läuft einfach weiter in Richtung der 1,50 erstmal und dann in Richtung hier des 1,46er Tiefs. Also hier wunderbar alles in den geordneten Bahnen, wie es denn sein soll. Es ist im Moment generell ein sehr, sehr schönes Trading-Umfeld. Wer das nutzt, der hat gerade wahrscheinlich einen ganz guten Lauf, wenn man Trendfolgen da geht. US-Dollar, kanadischer Dollar zeigt uns dasselbe Bild. Trendfolgend unterwegs, gleiten Durchschnitte fächern auf. Hier läuft das Ganze sehr, sehr gut. Wir sind aber jetzt auch schon relativ nah hier am Hoch dran. Das heißt, man muss hier immer mal mit einem kleinen Rücksetzer rechnen. Ich kaufe den US-Dollar, kanadischen Dollar jetzt erstmal nicht, weil ich sehen möchte, wie er sich hier oben verhält. Bricht er aus, ist das gut, setzt er zurück, werden wir das nutzen, um eine Order reinzulegen. Das hat aber noch ein bisschen Zeit. US-Dollar, japanischer Yen, Situation wie folgt zu bewerten. Wir sind wieder über den gleitenden Durchschnitten, sind in Richtung des Trends unterwegs. Wir bilden hier auch schönen markttechnischen Trend aus. Progression, Regression, Progression, jetzt kommt die Regression. Hier könnte man also auch wunderbar im US-Dollar, japanischen Yen eine Position eröffnen, indem man mit Fibonacci arbeitet. Das heißt, hier einmal wieder vermessen. Letzte Progressionsart. Die zoomen wir uns mal ein bisschen ran. Was man noch machen kann, ist ein Cluster bilden, beziehungsweise das Ganze versuchen, indem man alle Fraktale vermisst und guckt, ob irgendwo hier sehr, sehr viele Fibonaccis überlagern. Wir sehen beispielsweise hier so einen Bereich, der stark ist, 120,9. Wir sehen hier einen Bereich, der stark ist, 121,5. Das heißt, man könnte also auch hier mit Fibonacci sich einen guten Einstieg suchen. Jetzt frage ich mal in die Runde, ob Fragen bestehen, beziehungsweise ob wir uns noch irgendwas anschauen sollten. Ansonsten würde ich jetzt die Orders platzieren, aber im Hintergrund auch dem Tristan schon mal das Wort erteilen, dass der auch noch ein bisschen Zeit hat, wie gesagt, für seine markttechnische Einschätzung für die DAX 30 Werte. Ganz kleiner Hinweis noch von mir am Rande. Nächstes Wochenende unser Profi-Trading-Wochenende in München mit Livestream-Anbindung, verschiedenen Partnern hier, Fachvorträge, 8 Referenten, 5 Trading-Strategien werden vorgestellt, abends Weinprobe und so weiter. Wer Lust hat, nach München zu kommen, ist da gerne eingeladen. Für alle, die hier im Wochenausblick teilnehmen, machen wir auch gerne nochmal einen Nachlass von 100 Euro. Das machen wir für alle Partner und dafür natürlich auch für alle FX-Flat-Kunden. Ich stelle den Link ein, wer Lust hat, kann sich jetzt noch anmelden. Mitte der Woche werden wir die Anmeldung zumachen. Ansonsten würde ich jetzt an den Tristan übergeben. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche allen eine gute Trading-Woche und dann sind wir Montagabend wieder für Sie da und besprechen die gerade vorgestellten Positionen und natürlich machen den nächsten Wochenausblick. Ja, danke Christian. So, jetzt müsste jeder meinen Bildschirm sehen hier in München. Du bist zu sehen, Tristan. Super. Also auch nochmal einen herzlichen guten Abend von meinerseits.
vom anderen Ende in München. Und wir haben jetzt auf der Agenda die 30 DAX-Aktien. Allerdings sehen Sie gerade einen Nicht-DAX-Wert. Allerdings haben wir diesen Wert vor ein, zwei Wochen als Wunschanalyse gehabt und ich würde mir den kurz gerne mal anschauen, weil der Trade ist relativ schön aufgegangen. Wir sehen im Bild noch unsere eingezeichneten Marken. Wir schauen uns das mal im Tageschart an. Wir hatten übergeordnet der grüne Trend, unser mittlerer absoluter Trend war aufwärts gerichtet und war dabei, sich in eine neue Bewegung zu schieben. Und wir hatten darauf spekuliert, dass der Markt hier zurückkommt. Wir hatten unsere Staffelorder fiktiv reingesetzt mit Stop bei der 44er Marke. Und wir sehen, dass der Markt quasi, wenn man die Staffelorders nach FIBO-Leveln gemacht hätte, hätte er das 38er, das 50er und tendenziell voraussichtlich auch das 61er abgeholt und wäre jetzt schon wieder über seinen großen Punkt 2 hier oben drüber gelaufen und setzt den blauen Trend fort. Für all diejenigen, die das gehandelt haben, ist aktuell nur eins zu beachten. Wir sind über den Punkt 2. Wir korrigieren das hier kurz. Das ist kein Zweierpunkt mit Fragezeichen mehr, sondern es ist ein definitiver Punkt 2. Dann haben wir unten einen definitiven Punkt 3. Das heißt, unser harter Stop kommt hier unter den letzten Punkt 3. Wer Zeit hat, kann sich das Ganze im Stundenchart angucken und die Bewegung des blauen Trendes etwas enger stoppen. Allerdings hätten wir da aktuell einen Stop, der läge circa hier. Mal kurz blau, damit Sie das sehen, dass es zu der Trendebene gehört. Und zwar bei der 37,20 wäre der aktuelle Trendstop im Stundenchart für die Bewegung des blauen Trends. Also erstmal schön weiterlaufen lassen. Nächste Woche können wir da gerne nochmal drauf schauen. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns kurz den DAX 30 Werten. Ich habe mir ein paar Werte genauer ausgesucht, die nicht dazu gehören. Die switchen wir einfach kurz im Tageschart durch, um einfach nur ein grobes Bild von Ihnen zu bekommen. Hier haben wir die Adidas-Aktie, ist definitiv im absoluten mittleren Trend aufwärts. Wir sind weit über den großen Punkt 2, das heißt, im mittleren Trend müssen wir erst eine Korrektur abwarten, bevor wir wieder versuchen, long einzusteigen. Dann die Allianz-Aktie. In der Allianz-Aktie sehen wir definitiv eine Long-Richtung im mittleren absoluten Trend. Dieser hat sich schön fortgesetzt, seitdem wir das letzte Mal drauf geschaut haben. Das zeichne ich kurz mal in den passenden Farben ein. Da hatten wir eine Korrektur gesehen und jetzt ist der Markt in eine neue Bewegung übergegangen. Dadurch, dass der Markt über dem Punkt 2 drüber ist, ist er für uns jetzt erstmal für einen Neueinstieg uninteressant. Tendenziell muss man hier abwarten, dass der Markt quasi noch ein bisschen hier hochgeht, dann in die Korrektur geht und dann versuchen wir hier im blauen Trend wieder mit nach oben zu gehen. So. Dann kommen wir zur BASF-Aktie. Da sehen wir auch, dass der mittlere absolute Trend bei uns aufwärts gerichtet ist. Der Trend aus dem Wochenchart war leider hier unten in der Region von 64 Euro gebrochen worden. Das heißt, die Woche ist neutral erst einmal. Der Wochenchart ist long und befindet sich aktuell weit in der Bewegung. Wer die BASF handeln möchte, sollte
quasi hier auf eine Korrektur warten. Dafür muss dieser letzte Punkt 3 bei 73 Euro gebrochen werden, damit der grüne Trend in eine Korrektur geht. Und dann versuchen wir wieder mit einem relativ geringen Risiko in den Markt hineinzukommen. So, dann schauen wir mal weiter. Da haben wir die Bayer AG. Relativ ähnliches Bild. Wir haben übergeordnet aus dem Wochenchart einen sehr großen Abwärtstrend hier innen liegend, der aktuell die Korrektur darstellt. Wir befinden uns jetzt hier in einer korrektiven Aufwärtsbewegung, welche auch wieder über den Punkt 2 ist. Das heißt, wer diesen korrektiven Aufwärtstrend für einen Trade nutzen möchte, sollte wiederum den Bruch des Bewegungstrendes abwarten, bevor wir im tieferen Trend dann wieder versuchen, hier hochzustellen. Ganz wichtig ist, dadurch, dass es sich um eine Korrektur des übergeordneten Trendes handelt, sollten wir nicht allzu viel Hoffnung in viel Potenzial in den Trade reinlegen. So, dann kommen wir zu Beiersdorf. Beiersdorf ist eine Aktie, die wunderschön gelaufen ist. Wir sehen schöne Trendverläufe und aktuell ist der Markt einfach sehr weit gelaufen und deswegen kommt dieser Markt einfach definitiv auf unsere Watchliste und wir hoffen erstmal auf eine größere Korrektur im Tageschart, bevor dieser Markt einfach wieder für uns interessant wird, weil hier oben ist einfach nicht mehr so viel Luft. Wir haben hier auch die 90-Euro-Marke vor uns liegen. Wenn wir jetzt in den Markt einsteigen, könnte es einfach nur noch eine klitzekleine Bewegung hierher geben, dann kommt es zu einer Gegenbewegung und im dümmsten Fall bis hier runter. Also abwarten, bis wir die Korrektur bis hier runter bekommen, irgendwo bei 80, 79, 50 in dem Gebiet. Und dann werden wir in einem weiteren Wochenausblick diese Aktie uns nochmal betrachten. So, dann kommen wir zu den bayerischen Motorenwerken BMW. Da sehen wir aktuell im Tageschart in den letzten Wochen nur eine dynamische Aufwärtsbewegung. Also die BMW-Aktie kennt aktuell im Tageschart scheinbar nur eine Richtung, und zwar Richtung Norden. Allerdings muss man da aufpassen, weil diese Bewegung ist nur eine Impulsbewegung. Es ist im Tageschart noch kein aktiver Aufwärtstrend, sondern den Trend, den wir hier minimal sehen, ist ein Trend aus dem Stundenchart. Das bedeutet, die Bewegungswelle ist im Stundenchart ein wunderschöner Aufwärtstrend. Und wie wir das hier sehen, hier ist der letzte Punkt 3 aus dem Stundenchart. Der Markt wird hier runterkommen, diese Aufwärtsbewegung korrigieren und dann mit Überschreiten vielleicht des Hochs bei 100 in der grünen Trendebene einen Aufwärtstrend überhaupt erst einmal kreieren. Das heißt, die BMW-Aktie kommt auf eine sehr langfristige Watchlist für uns. So, dann gucken wir uns kurz die Commerzbank an. Da hatten wir ja ganz übergeordnet einen Abwärtstrend identifiziert, allerdings nach den neuen Gerüchten von wegen Renditezahlungen hatten wir uns entschieden, long zu gehen. Aktuell läuft der Impuls noch. Es kommt zu leichten Stagnierungen. Allerdings sollte man sich da, sollte man nicht zu nervös werden. Einfach abwarten und Tee trinken. Die Stops liegen aktuell hier unten drunter quasi
und einfach laufen gehen lassen. Die Tendenz geht hier oben in Richtung 12-Euro-Marke. Dann wird es erst wieder interessant, weil diese größere Struktur, die wir hier innen sehen, dann gebrochen wird. Also abwarten und Tee trinken. Dann kommen wir zu Continental. Continental ist unter anderem ein sehr schöner Kandidat für Long, da wir sehen, dass sich eine große Struktur hier befindet. Jetzt muss ich das kurz einmal rauslöschen und nochmal reinzoomen, ob wir das, ja, genau so kriegen wir das besser rein. Wir haben hier eine Aufwärtsstruktur in unserem ganz großen Trend. Dann hatten wir hier korrektive Phasen im mittleren Trend. Dieser wurde gebrochen, hat allerdings noch keinen neuen Aufwärtstrend gebildet. Aber wir sehen, dass sich hier erste Impulse nach oben entwickeln. Und hier befindet sich der Punkt 2 des mittleren Trends. Hier befindet sich der Punkt 2 des ganz großen Trends. Und aktuell ist es so, wer mag, kann hier oben drüber einsteigen. Das wäre die Marke, na, jetzt mag er nicht mehr. Das ist die Marke von 223,53 bei Stop Order oder hier über der 226,76. Auf jeden Fall sollte es in dem Gebiet für ordentlich Dynamik geben in Richtung 240. So, dann kommen wir zu Daimler. Ein weiterer Automobilkonzern ist übergeordnet in einem Aufwärtstrend, der tief in der Korrektur ist. Das sehen wir hier. Der mittlere korrektive Abwärtstrend wurde gebrochen und aktuell ist es definitiv so, sobald die Kurse über die 81-Euro-Marke steigen, haben wir im mittleren Trend einen neuen Aufwärtstrend, der die Bewegung des gelben Trends hier im Bild darstellt, mit einem Ziel bei 96 € vorerst. So, jetzt kommen einen Kandidaten, den ich auf der Watchlist habe, den wir uns erst einmal im Wochenchart anschauen. Und zwar ist das die Deutsche Börse. Die hatten wir uns in letzter Zeit schon öfters angesehen. Das sehen wir, dass noch die Linien eingezeichnet sind. Und zwar sehen wir im Wochenchart, also unser absoluter großer Trend befindet sich in einem Long-Modus aktuell in der Korrektur. Aber wir haben schon eine Long-Tendenz und zwar hier an der rechten Seite, auch wenn wir gerade rote Kerzen sehen, einfach mal drüber hinwegsehen. Aber es bildet sich hier eine Long-Tendenz, die vermuten lässt, dass sich der pinke, absolute große Trend fortsetzen wird. Mit Zielen bei 87 €, 88 €. Schauen wir uns das einmal in der tieferen Zeiteinheit im Tageschart an. Machen wir uns einmal den Tageschart groß und ich trinke mal kurz was, damit meine Stimme nicht weggeht. So, wir hatten festgehalten, dass die übergeordnete Richtung definitiv long ist. Markt kommt von hier, zack, Korrektur. Und jetzt haben wir diese ersten Andeutungen einer möglichen Fortsetzung und wir sehen, dass der mittlere absolute Trend sehr trendig verläuft. Das ist hier die grün gestrichelte Linie, Bewegung, Korrektur, Bewegung aktuell in der Korrektur. Ein wunderschönes Bild. Also sollten die Hochs hier bei 82,5 oder 83 durchhandelt werden, gehen wir long in den Markt. Dann gucken wir uns das ganze Szenario noch kurz auf der Stundenbasis an. So, machen wir das einmal groß. Da sehen wir wieder die übergeordnete Struktur, der grüne mittlere Trend, den wir eingezeichnet hatten.
Und in der Stunde bilden sich dann natürlich die einzelnen Arme als trendige Verläufe. Und das sehen wir hier: Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und aktuell ist es eine sehr langgezogene Korrektur der Korrektur. Im dümmsten Fall geht der Markt hier durch, geht noch tiefer in die Korrektur bis 79. Allerdings übergeordnet ist das Bild erst unterhalb der 75,50 hier zerstört. Allerdings spekulieren wir darauf, dass der Markt hier über diese Hochs geht und einfach einen schönen Trend nach oben ausbildet. So, einmal alles raus aus dem Wirrwarr. Und dann schauen wir uns den nächsten etwas detaillierten Kandidaten an, und zwar die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank ist im Wochenchart in einem Short-Modus. Den sehen wir hier definitiv. Schöne Bewegung, Korrektur, Bewegung. Der Markt ist in die Korrektur gegangen und aktuell sieht es so aus, dass in den letzten Wochen dieser pinke Abwärtstrend fortgesetzt werden soll. Und wir wissen, wenn eine Bewegung kurz vor dem großen Punkt 2 ist und hier auch einen theoretischen Punkt 2 ausbildet, dann kann da richtig Schub entstehen. Schauen wir uns das ganze Szenario einmal im Tageschart an. Wunderschön. Wir hatten hier die übergeordnete Struktur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Dann gab es eine Korrektur der Sonderform. Es gab quasi nur eine impulsive Bewegung, die den tiefer liegenden Trend hier drinnen zerstört hat, allerdings keinen eigenen Trend ausgebildet hat. Und jetzt gibt es hier wieder eine Bewegung, welche hier drinnen einen Trend ausbildet und für uns ein mögliches Trading-Szenario gibt. Jetzt muss ich mal kurz das hier rausnehmen, ein bisschen größer machen, damit Sie das besser sehen können. Also wir sind definitiv short eingestellt. Zwei schöne rote Kerzen untermalen das auch ein bisschen. Also sollten wir uns das Ganze einmal im Stundenchart ansehen, da sehen Sie die Struktur dieser Abwärtsbewegung etwas besser und dann zeige ich Ihnen die möglichen Entry-Möglichkeiten. So, also aktuell ist der Markt hier im Short-Modus. Die passende Farbe rein, zack, genau so. Hier ist wieder runtergekommen, ist in die Korrektur gegangen. Und aktuell könnte man Market in die Aktie einsteigen mit einem konservativen Stopp über den letzten bestätigten Punkt 3. Wer es etwas aggressiver möchte, macht es über den noch nicht bestätigten Punkt 3, weil wenn der Markt hier wieder hochhandeln sollte, würde dieser Abwärtstrend durch ein Gegensignal eliminiert werden. Und wir hätten wieder eine ganz andere Grundtendenz. Also Entry per Market. Erster Target liegt bei 23,57, 23,50. Schauen wir uns das Ganze nochmal größer an. Genau. Der nächste mögliche Target wäre die 23er Marke. Und spätestens da sollte man über erste Gewinnmitnahmen nachdenken. So, dann schauen wir uns kurz die Deutsche Post an. Mal gucken, was die Post so macht. Wir haben übergeordnet einen, ne, wo ist mein Stift, da ist er, einen wunderschönen Aufwärtstrend auf Wochenbasis. Also unser pinker Trend, der mittlere Trend ist aktuell noch abwärts gerichtet. Schauen wir mal, dass wir das besser hinkriegen hier. So, aktuelles
unser grüner mittlerer Trend noch abwärts gerichtet. Allerdings sehen wir schon erste Andeutungen, dass es hier zu einem Gegentrend kommt und somit der aktuelle Abwärtstrend eliminiert wird. Und deswegen ist die Deutsche Post auf der Long-Seite interessant, sobald es zu Schlusskursen oberhalb der 28-Euro-Marke gibt. Also ist ein definitiver Long-Kandidat. So, dann schauen wir uns die Deutsche Telekom an. Wunderschönes Bild in der Deutschen Telekom. Unser absoluter großer Trend ist aufwärts, war in der Korrektur. Wir haben hier am rechten Rand in der mittleren Trendebene schon einen Aufwärtstrend gebildet. Das bedeutet, das ist eine aktive Bewegung des absoluten großen Trends und wir stehen kurz davor durch große Zweierpunkte. Hier ist es ein Dreierpunkt eines Abwärtstrendes, allerdings hier Zweierpunkt durchzubrechen und das Ganze könnte für Schub bis zur 18-Euro-Marke reichen. Also hier zack an die 18. Kurzfristige Gewinnmitnahmen, weil dann ist mit einer Korrektur wieder zu rechnen und dann kann sich die Bewegung noch ein bisschen fortsetzen. Die Bewegung hier drinnen ist aktuell erst hinfällig, wenn der Kurs unter die 16,20 Euro fällt, weil dann ist dieser Bewegungstrend gebrochen worden. So, dann nehmen wir das alles wieder raus und kommen zu E.ON. E.ON definitiv ein Short-Kandidat. Das sieht man, denke ich mal, recht gut. Wir haben die übergeordnete Trendstruktur ist Short. Wir sind weit in der Bewegung, also unter dem ganz großen Punkt 2. Die mittlere Trendstruktur ist Short, befindet sich aktuell in der Korrektur. Also die E.ON-Aktie ist unterhalb der 8,50 Euro-Marke definitiv Short zu handeln mit Zielen bei 7 Euro. Kann man im Stundenchart, denke ich mal, einen wunderschönen Trendhandel vollziehen. Ziele bei 6 Euro wären tendenziell aus dem Bild zu sehen auch noch möglich. Allerdings immer Vorsicht, wir sind schon unter diesem großen Punkt 2. Also lieber kleinere Positionsgrößen fahren bei dem Ganzen. Dann Fresenius Medical. Sehen wir ein wunderschönes Long-Szenario. Wir sind von hier, mein Stift nicht mitgekommen, von hier unten gekommen in die Bewegung Korrektur. Die übergeordnete Trendrichtung wurde im mittleren Trend schon fortgesetzt. Dieser befindet sich hier aktuell in der Korrektur. Das bedeutet, wir können hier wieder unsere Staffelorder reinlegen mit Stops hier unten bei 67 oder ganz konservativ bei 63, 62 und versuchen hier mit Kurszielen bei 83, 84 zu arbeiten. Ich weiß, das CAV ist relativ schlecht. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dieser Trade aufgehen wird. So, dann kommen wir zu Fresenius. Fresenius definitiv im Aufwärtstrend. Das kann man nicht bestreiten. Allerdings schon in der Bewegung. Wir sind hier über den ganz großen Punkt 2. Also diese Aktie erstmal auf die langfristige Watchlist, weil das kann noch hier hochgehen und dann warten wir auf den Rücksetzer, um neue interessante Setups zu finden. Dann Heidelberg Zement. Definitiv ein Long-Kandidat aus der schnellen Einschätzung. Der übergeordnete, absolute große Trend aus der Woche ist Long. Wir sind in der Korrektur, welche allerdings schon gebrochen ist.
Wir sehen hier, der Markt geht in eine neue Bewegung und diese verläuft im mittleren Trend trendartig. Allerdings sollten wir hier auf einen Rücksetzer auf die 70-Euro-Marke warten, um einfach wieder schöne Einstiege mit einem relativ geringen Risiko zu bekommen. Wer nicht so viel Zeit hat, setzt wieder seine Limit-Orders hier rein, die Stops hier unten, Limit-Orders, die nicht abgeholt werden, bitte definitiv löschen, ansonsten gibt das irgendwann mal ein Malheur und man hat Positionen im Depot, die man gar nicht haben will. So, dann gucken wir uns mal kurz Henkel an. Da sehen wir definitiv im großen übergeordneten Bild definitiv eine Long-Struktur weit in die Bewegung, in die Korrektur und aktuell deutet sich hier hinten im grünen mittleren Trend ein Aufwärtstrend an. Das ist der neue Bewegungsarm des gelben Trendes. Allerdings, wer da wieder mitspielen will, muss erst auf die Korrektur des mittleren grünen Trends warten, bevor das Spielchen hier weiter nach oben läuft. Kann im mittleren Trend als Trend handeln mit Stops unter den letzten Punkten 3 agiert werden oder man macht im Stundenchart den Bewegungshandel des Tageschartes und nimmt immer nur diese Bewegungsstücke, also die Sahnestücke eines Trendes mit. Also bei Henkel definitiv longorientiert, allerdings erstmal auf Korrektur warten im grünen mittleren Trend. So, jetzt kommen wir wieder zu einem Kandidaten, den wir uns kurz genauer anschauen wollen, und zwar die Infineon-Aktien. Ich habe mir den ausgesucht, da wir da ein sehr schönes Bild haben der verschachtelten Trends. Und zwar haben wir hier im Wochenchart unseren pinken Trend. Wir sehen eine Bewegung, Korrektur, der Trend wird bestätigt, der Markt geht weit in die Bewegung, dynamische Korrektur und jetzt befinden wir uns hier schon wieder in einer Aufwärtsbewegung, welche den pinken absoluten großen Trend demnächst hier oben voraussichtlich fortsetzen wird. Mit dem Wissen im Kopf switchen wir einmal in den Tageschart und sehen, dass die Bewegung des übergeordneten Trends, ich zeichne Ihnen das da kurz nochmal ein, das war übergeordnet das Bild, Korrektur, und das war die neue Bewegung, sich in einem wunderschönen Aufwärtstrend befindet. Das ist, man würde sagen, in der Markttechnik wie im Bilderbuch. Wie im Bilderbuch, wir befinden uns hier in einem bestätigten Aufwärtstrend, dieser geht in die Korrektur und wir sehen hier schon, dass sich hier ein kleinerer Trend hineinschiebt und dieser hat für ordentlich Dynamik in Richtung diesen Punkt 2 gesorgt. Und da wir hier ganz oben noch einen größeren Punkt 2 haben, wird es so sein, dass hier noch mehr Bums aufkommt. Jetzt schauen wir uns das Ganze Setup mal im Stundenchart an für einen möglichen Einstieg. So. Der mittlere Trend war so, ist in die neue Bewegung übergegangen. Und jetzt haben wir hier im Stundenchart unsere Signalebene. Diese befindet sich aktuell weit in der Bewegung. Also warten wir im Stundenchart eine Korrektur ab, setzen unsere Limits hier rein. Also wir handeln mit fachlicher Unschärfe. Unser Stop kommt hier unten oder unter den letzten Punkt 3 des grünen Trends und wir versuchen hier oben Richtung 14 Euro mitzuhandeln. So, so viel zu Henkel. Dann kommen wir zur Lufthansa. Schauen wir mal kurz drüber. Oh, das sieht relativ short aus.
auch wenn aktuell ein ordentlicher Aufwärtsmove da war. Wir haben hier die große Abwärtsstruktur, dann ist der Markt in eine Bewegung gegangen, in Form eines schönen Abwärtstrendes. Dieser wurde gebrochen und aktuell ist quasi der grüne mittlere Trend neutral zu bewerten und man könnte maximal davon ausgehen, dass diese dynamische Bewegung nach unten wieder eine Sonderform der Korrektur war und sich die Andeutung, na, dieses Abwärtstrendes nach unten fortsetzt. Sollte dies der Fall sein, sollten wir unsere Verkaufsorder unterhalb der 12,60 € liegen haben, mit einem Stop über dem letzten Punkt 3 des blauen Trends, den ich jetzt eingezeichnet habe. Oder wer es konservativ mag, ganz hier oben über den letzten Punkt 3 dann des ganz großen Trends. Und wir haben ein Ziel Short bei 10,40 €, 10,20 €. So, dann schauen wir mal kurz über die Linde-Aktie. Wir sehen Linde aktuell im Short-Modus, allerdings befindet sich diese Aktie aktuell in der Korrektur. Übergeordnet, ganz großes Bild, Short in der Korrektur. Die Korrektur bildet trendartig Geformen aus. Das sehen wir hier, wunderschön, ist gerade über den Punkt 2 drüber gelaufen. Also im kurzfristigen Bereich sowieso nicht interessant, da wir hier wieder auf eine Korrektur warten müssten, wenn wir im Stundenchart in Richtung des grünen Trends handeln wollen. Wenn wir in Richtung des gelben Trends handeln wollen, müssten wir auf einen Bruch der 159-Euro-Marke rechnen oder auf einen Gegentrend in der gleichen Trendgröße. Also, Linde kommt auf die Watchliste für Short. Dann gehen wir weiter im Programm. So, nochmal einen Zeiger umstellen. Dann haben wir die Merck-Aktie. Gucken wir mal ein bisschen größer hier. Ist aktuell wieder in einer impulsiven Bewegung nach oben. Das sehen wir hier wunderschön. Die längerfristigen Abwärtsbewegungen wurden dadurch eliminiert. Wir haben quasi in der tieferen Zeiteinheit hier einen Aufwärtstrend. Ich mache das kurz in der richtigen Farbe, damit ich sie nicht ganz durcheinander bringe. Also wir haben hier grün unsere trendige Bewegung, das stellt im ganz großen Trend eine Korrektur dar. Diese wurde gebrochen, allerdings in der Trendgröße gibt es noch keinen neuen Aufwärtstrend. Wir müssen quasi auf eine Korrektur warten, die bis an die 89-Euro-Marke gehen kann und dann danach oben laufen müsste, um einen neuen Aufwärtstrend im grünen mittleren Trend zu bestätigen. Also die Merck-Aktie kommt auf unsere Watchlist und wird nächste Woche wieder angeschaut. So, München Rück, die Rückversicherer. Mal gucken, was die so treiben. Treiben nicht viel, außer dass sie dynamisch long gehen. Wir sehen hier korrektiver Abwärtstrend in unserem mittleren Trendebene. Diese wurde wiederum gebrochen. Aktuell kein Aufwärtstrend in der mittleren Trendebene. Gleiches Spiel wie eben. Wir müssten auf die Korrektur warten des mittleren Trends. Dieser müsste einen neuen Trend in dieser Trendgröße bestätigen. Also München Rückversicherer kommen auf die langfristige Watchlist für Long. So, dann RWE. Ein Energiekonzern. Ah, der ist definitiv short. Da braucht man noch nicht mal ein großartiges markttechnisches Verständnis. Gucken wir uns gerade das Bild an. Der ganz große Trend hier definitiv short.
Unsere mittlere Trendebene hier drinne, Short, war weit in der Bewegung, ist in die Korrektur übergegangen und aktuell setzt sich der grüne Trend in der Stunde voraussichtlich trendartig fort. Schauen das mal kurz. Wir sehen das hier. Erste Anzeichen von einem Abwärtstrend. Schauen wir kurz im Stundenchart. Da sehen wir das besser. Genau. Das ist immer unsere blaue Ebene. Hier haben wir einen Doppeltop gebildet. Dann kam es hier zu einem Abverkauf, Korrektur, Abwärtstrend ausgebildet. Aktuell sollte man nicht market in den Markt einsteigen, sondern wieder auf die Korrektur des blauen Trends warten. Staffel rein, Stop hier drüber. Und wir versuchen in Richtung der 9-Euro-Marke Short zu handeln bei der RWE-Aktie. Da alle übergeordneten Trends in die gleiche Richtung laufen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das Spiel aufgeht. So, dann schauen wir uns die SAP-Aktie an. Da sehen wir ein eindeutiges Bild, sehr dynamische Aufwärtsbewegung. Der ganz große Trend wurde fortgesetzt. Der Markt ist über den großen Punkt 2 der Woche drüber geschossen. Wir hatten innenliegend grün, falscher Stift, innenliegend grün korrektiv, dynamisch nach oben, ohne Trend in der grünen Ebene. Man könnte sich jetzt darüber streiten, dass dieses Stückchen hier unten vielleicht der Gegentrend ist. Ändert allerdings nichts daran, dass der Markt einfach sehr, sehr weit gelaufen ist und wir erstmal eine Korrektur voraussichtlich bis zum 69er oder die 70-Euro-Marke sehen müssen, bevor wir uns dann im Stundenchart in unserer blauen Trendebene hier wieder long positionieren. So, dann kommen wir zu K&S AG. Genau. Nicht wundern, K&S AG hat SDF als Kürzel. Da schauen wir kurz mal in das größere Bild. Im Wochenchart sind wir short-orientiert. Also definitiv short. Der Markt versucht, in die Bewegung zu gehen, also Short Richtung 14, 12 oder 10 € Marke, je nachdem, wie tief der Markt hier reinkommt. Gucken wir uns das Ganze nochmal kurz mit dem Wissen im Tageschart an. Also, wenn die Kurse hier unten unter die 22, was haben wir da? 22,54 drunter brechen, sollte es zu weiteren Kursabgaben erstmal bis 20 € kommen, bevor diese Trendebene, die wir hier sehen, erst einmal wieder in die Korrektur läuft. Also dieser Trend, so kommt hier runter, dann wieder Korrektur und wir spielen das Play Short definitiv. Und bleiben so lange drin, bis dieser Trend natürlich gebrochen ist. So, dann schauen wir uns die Siemens-Aktie an. In der Siemens-Aktie haben wir ein interessantes Bild. Und zwar die große Trendstruktur wurde hier unterhandelt. Wir haben quasi im Wochenchart keine Aufwärtstrendstruktur mehr, diese ist erstmal unterbrochen worden. Wir sehen allerdings hier im mittleren Trend einen Abwärtstrend, welcher gerade tief in der Korrektur ist. Würden wir den, oder nicht würden, wir nutzen ja den mittleren grünen Trend als Großwetterlage, würden wir quasi versuchen, im Stundenchart
den Bruch dieser Aufwärtsbewegung abzuwarten. Das ist ca. bei 91 Euro der Fall. Bruch, Korrektur und die Bildung des neuen 1-2-3s abwarten und Kurse Richtung 78 Euro anstreben. Also definitiv auf die Watchlist für Short ist eine interessante Aktie für uns. So, dann kommen wir noch zu ThyssenKrupp. ThyssenKrupp ist eine der Aktien, die sollten wir uns im großen Bild angucken mit etwas mehr Datenhistorie, da die ThyssenKrupp sich in einem interessanten Abwärtsmodus befindet. Wir hatten hier Bewegungen nach unten, dann kam es zu korrektiven Bewegungen, dann wieder Abwärtsbewegungen, welche nicht wirklich tiefer gegangen sind als das letzte Tief. Aktuell befanden wir uns wieder in einer Gegenbewegung korrektiver Art und diese Gegenbewegung wurde aktuell gebrochen. Also ThyssenKrupp sind wir definitiv im ganz großen Trend im Short-Modus. Und wenn wir uns das ganze Spiel einmal im Tageschart anschauen, dann sehen wir, dass unser mittlerer grüner Trend auch Short ist. Ich zeichne Ihnen das gerade einmal ein. Unser mittlerer grüner Trend ist Short, aktuell zwar in der Korrektur. Das bedeutet, die Korrektur stellt in der Signalebene hier einen wunderschönen Aufwärtstrend dar. Also warten wir darauf, entweder dass sich in der gleichen Größe ein neuer Abwärtstrend bildet und somit den Korrekturtrend beendet, oder es kommt zu einem Bruch des letzten Punkt 3 und dann bildet sich ein neuer Punkt 3 und wir wollen Richtung 14,80 Euro handeln. Erstes Target. Allerdings wissen wir, dass der Kurs ganz übergeordnet im Short-Modus ist und dass da noch wesentlich mehr Potenzial ist. Also, wenn man hier einsteigt, könnte man auch die Position in den grünen Trend switchen und hier drüber die Stop-Kurse legen und ihnen etwas mehr Luft geben zum Atmen. Und dann sind wir auch schon so gut wie am Ende und gucken uns eigentlich nur noch die VW-Aktie an. Allerdings, die VW-Aktie ist allseits bekannt, dass wir da im Short-Modus unterwegs sind. Gucken wir uns das gerade mal im Wochenchart nochmal ein bisschen genauer an. Ganz interessant ist, wenn wir uns über die Trendebene des Wochenchartes hinaus bewegen, also quasi uns in der Ebene der relativen Trends eine Stufe nach oben bewegen, also auf T0 quasi, der größte Trend, der am Markt zu sehen ist, dann haben wir hier eine ganz, ganz große Aufwärtstrendbewegung, welche allerdings schon seit 15 Jahren am Laufen ist und nur der innenliegende Bewegungstrend wurde durch die neuesten News im Endeffekt gebrochen. Und wir sehen jetzt quasi so das Bild für Investoren, wer Investor ist und auf lange Sicht für die nächsten 10 Jahre investieren will, kann jetzt hier quasi long gehen und seine Notfallstops hier unten bei 25 Euro setzen. Allerdings, man sieht, wir sind gerade bei 109. Das wäre schon ein herber Verlust. Allerdings sehen wir auch, dass wir nur einen dynamischen Bruch des Bewegungstrendes haben. Also, das kann alles eine Korrektur sein. Und der Markt könnte in den nächsten Monaten, Wochen wieder Richtung 250 Euro laufen. Das ist alles möglich, allerdings sollte man da relativ viel Zeit mitbringen. Monate, Jahre bis hin zu Jahrzehnten. Allerdings, solange dieser Kurs nicht unter die 25 Euro Marke läuft, ist im ganz, ganz großen Bild VW immer noch long zu sehen. Ja, soweit
sind wir jetzt mit den DAX 30 Werten durch. Wir haben ein paar interessante Szenarien gesehen, schöne verschachtelte Trends. Diese Werte, die wir genauer beleuchtet haben, werden wir nächste Woche nochmal uns anschauen, was sie gemacht haben innerhalb einer Handelswoche. Ja, und ansonsten, ich sehe keine weiteren Fragen aktuell im Chat. Dann bedanke ich mich vielmals. Ich wünsche allen viel Erfolg in dieser Handelswoche und ja, good trades und einen schönen Abend wünsche ich noch. Wiedersehen.